Hallöle und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ja, wieder zurück in unserer Luftkommandozentrale und jetzt als nächstes machen wir die Hauptmission, wo ich lange Zeit Bammel vorhatte. Aber ihr werdet sehen, dass alles gar nicht so schlimm ist. So, gucken wir uns doch erstmal an, was das Missionsziel so ist. Das heißt nämlich Kriegswirtschaft. Eliminieren Sie den auf dem Flughafen Nova Braga stationierten CFA-Mitarbeiter. Da er eine Inspektion mit einem Waffenhändler durchführen wird, sind strenge Sicherheitsmaßnahmen zu erwarten. Der Kontrakt ist, einen hochrangigen CFA-Officer zu entfernen. CFA hat nicht nur United-Soldier als Mercenaries. Sie haben auch supplying United mit Waffen. Es ist nur smacks of Western Nations manipulating them against the Socialist MPLA. Naturally, the MPLA is not happy with the situation and wants us to put a stop to it. Your standard issue East-West proxy war. Except it appears our target is the man in charge of how many weapons get supplied to UNITA. Apparently, his MO is to keep the Civil War going as long as possible, so CFA can keep making a profit. Bad for business if UNITA wins too soon. So they sit back and suck the people dry. Parasites of war. Our intel suggests the target rarely ventures outside of Nova Braga Airport. But rumor has it that a Western arms dealer is headed there soon for an inspection. That could be your chance to eliminate the target from a distance. We also heard that he plans to leave the country following the inspection. This may be our only opportunity to take him out. Ja, und diese Mission hat mir im Vorfeld schlaflose Nächte bereitet und auch als ich das erste Mal durchgespielt habe, ich so Probleme damit. Aber ich kann ja jetzt schon verraten, hier läuft's nämlich eigentlich ganz gut. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Der Verdienst gehört nicht ganz mir, kann man so sagen. Und wir nehmen uns als Begleiter tatsächlich diesmal wieder die Horse mit. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Und dann kann's losgehen. Machen wir. Ja, da hinten hat man auch schon leicht gesehen. Es ist auch komisch, jetzt in diesen Hubschrauber zu gucken und keinen Hund oder keine Quiet halt dann sitzen zu haben. Aber das ist halt so, ne, wenn man die Horse dabei hat. Der kann ja schlecht in so einem Heli transportiert werden. So, und wie ihr jetzt hier seht, markiere ich mir jetzt auf der Karte zwei Positionen des Flughafens. Und zwar mache ich das genauso wie in einem Video. Ja, ich muss zugeben, ich habe mir am Anfang ein Video angeguckt vor dem Part, weil ich einen leichten Weg finden wollte, wie man diese Mission schafft. Und wenn man diesen Weg befolgt, ist sie auch sau einfach und ihr kriegt immer S-Rang. Das war eigentlich mein Ziel, dass ich da S-Rang kriege, aber ich wollte einfach nur einen einfachen Weg haben. Es gibt nämlich auch noch eine andere Möglichkeit, da muss man so einen bestimmten Hügel erreichen und dann ein ganz gutes Scharfschützengewehr haben und dann kann man den Typen nämlich von da aus wegsnipern. So habe ich das auch mal erledigt. Das dauert aber wirklich lange und da muss man auch ein bisschen Glück haben. Wobei das hier eigentlich schon fast lachhaft einfach ist. Mother Base is under attack. The enemy is over on one of our platforms, and they're holding some of our staff hostage. If we don't do something, they'll try to take off with our men. That would mean losing some of our finest manpower. Boss, take back that platform. This is a race against time. For all of us. Get on this mission right away, boss. Ja, und das war wieder sowas, was mich dann voll genervt hat, weil das ist eigentlich auch eine Hauptmission, wovon er gerade geredet hat, dass die Motherbase angegriffen wird. Und die kommt eigentlich danach, habe ich gedacht. Aber dann kam sie zwischen und ich hatte keinen Bock, schon wieder aufzuhören. Deswegen wäre es mir egal, wenn Leute sterben. Deswegen wollte ich erstmal die Mission zu Ende machen. Und ja, das hier, die erste Markierung hat uns einen leichten Zugang zum hochgesicherten Flughafen beschert, wie ihr seht. Also ich bin da ganz einfach jetzt reingekommen. Da steht auch nur eine Wache und halt der zweite Punkt markiert halt das Gebäude, wo der Typ sich drin aufhält. Und das ist der ganze Trick dahinter. So, wir schnappen uns dann hier die Waffe und töten den. Und dann werden wir hier gesehen, das passiert fast immer, aber das ist nicht schlimm. Und müssen dann einfach die Treppe rauf. Und wie durch ein Wunder, Achtung, tada, da ist unsere Zielperson. Bam, Kopfschuss. Das war's. Und vor dieser Mission hatte ich so panische Angst. I sent a strike force to take back the platform the enemy had captured. All but one of the enemies were killed in the fighting.
but the staff members they were holding hostage didn't make it either. Under orders from their commander, one of them grabbed the hostages and he blew himself up. The commander used that diversion to get away. I'm sorry, boss. We could have taken out the commander. Genau, jetzt will er mir auch noch ein schlechtes Gewissen machen. Aber hey, es ist mir egal, ich habe die Mission geschafft. Und um die andere kümmern wir uns auch noch, kann ich euch auch schon mal versprechen, weil die wird doch nicht von der Missionsliste entfernt, so wie er gesagt hat. Ja, ich muss euch aber auch noch eine Kleinigkeit beichten. Und zwar haben wir leider eine Zwischensequenz verpasst. Ich glaube, das war keine besonders große, aber es ging um die Dog, weil ich bin offscreen mal wieder zur Motherbase zurück. Oder ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr warum. Eigentlich wollte ich das ja nicht mehr machen. Aber da kam auf jeden Fall eine Zwischensequenz und die haben wir leider nicht gesehen. Ja, bam, S-Rang. Seht ihr, das kriegt ihr noch dazu. Naja, hat doch super geklappt. Und wir kriegen wieder Emblemteile. Juhu. Oh, Pistolen, die sehen gar nicht so schlecht aus. Ja, ist okay. Vielleicht ändere ich irgendwann mal unser Logo. Mal gucken. We've begun development on that new battle gear weapon that Emmerich was talking about. If you want to see how development's going, come take a look for yourself. Wow, so weit ist er schon. Er hat einen Klotz. Super, der macht ja echt tolle Arbeit. Naja, mal sehen. Oh, da steht auch noch ein kleiner Walker hier. Vielleicht ist es auch unserer. Die Walker, ich weiß es nicht. Naja, wir haben auf jeden Fall genug gesehen. Und ich suche jetzt hier gerade den Ausgang. Der ist auf jeden Fall nicht das große Tor, sondern da. Alles klar. Sehr schön. Da haben wir die Hauptmission ja relativ schnell erledigt und ich bin da sehr, sehr froh drüber. In dem Battle Gear haben wir auch gesehen. Jetzt haben wir aber noch Zeit. Was können wir denn jetzt noch machen? Was ist denn das da? Ach, das ist der Hangar. Okay. Gucken wir doch mal, was jetzt auf unserer nächsten Missionsliste ist. Ah ja, seht ihr, da ist er noch da. Zurück oben in der Plattform. Infiltrieren Sie die vom feindlichen Militärunternehmen eroberte Plattform und eliminieren Sie Ihren Kommandanten. Mitarbeiter der Motherbase werden als Geiseln gefangen gehalten. Ist die Mission. Und ich denke, die könnten wir sogar noch schaffen in der Zeit. Boss, we got an emergency here. Mother Base has come under attack, and several of our platforms are in enemy hands. The enemy is some rival outfit copying our MO. They've taken some of our staff hostage. We can't make a move without endangering them. But if we don't do something, they'll try to take off with our men. That would mean losing some of our finest manpower. There's only one option. Infiltrate without being spotted. Eliminate their commander and take back our platforms. Boss, you're the only one who can do this. Dann machen wir das doch. Mission accepted. Wir werden auch direkt dahin gebracht. Ich lass mal annehmen. Infiltrate the platform under enemy control and eliminate their commander. The moment they lose their chain of command, we'll move in and suppress the rest.
The enemy have taken some of our staff hostage and are threatening to kill them if they're attacked. You can't rely on support from us this time. Anything we do might be seen as an attack. Boss, forgive me. Can't believe I let an enemy force in right under my nose. But one thing's for sure. They're gonna pay for it. Make certain of that, boss. Ja, ja, wir tun ja unser Bestes. Ja, die Mission hat eigentlich nur einen Sinn, und zwar ist das quasi die Tutorial-Mission für den, ja, den Online-Part des Spiels. Also nicht für den richtigen Online-Multiplayer, sondern es gibt so eine Online-Komponente im Singleplayer, die wir nie zu Gesicht bekommen werden, weil ich immer offline spiele. Und zwar können da Spieler, andere Spieler deine Plattform angreifen, um dann Ressourcen zu klauen und so weiter. Und du musst sie dann halt so wie hier jetzt ungefähr verteidigen. Du kannst es quasi auch machen. Und ja, mich interessiert es deswegen halt nicht, weil ich das sowieso immer offline spiele, aber naja. Ja, das apropos, ihr habt vielleicht eben gesehen, als wir uns die Mission im iDroid angeguckt haben, dass wir ziemlich im roten Bereich sind mit unserem Geld. Das ist so passiert, dass ich das letzte Mal, als ich offscreen gespielt habe, habe ich halt wieder so ein paar Nebenmissionen erledigt und so weiter, um uns neue Gadgets zu holen und Geld und so weiter. Und war dann aber online und irgendwie kriegt man dann irgendwie Bonusgeld oder so, oder der rechnet die erhaltenen Belohnungen, die man online bekommen würde, irgendwie zu deinem eigenen Geld, und ich hatte plötzlich super viel und habe mir dann so unfassbar viele Sachen gekauft und entwickelt und so weiter und bin dann offline gegangen. Und dann war ich plötzlich mit 500.000 im Minus und das hat mich selber schockiert. Aber gut, wir bessern unsere Kasse ja gerade durch die ganze Mission ein bisschen auf und wir werden es auch wieder schaffen, in den grünen Bereich zu kommen, das kann ich euch schon verraten. Wir klauen auf jeden Fall mal wieder Ressourcen, wo die eigentlich eh von uns sind. Wir klauen sie einfach zurück quasi. Und ja, alles was wir hier machen müssen, ist halt den Kommandanten finden und ihn ausschalten. Und der erste Gedanke, den man da hat, ist, wenn man überlegt, wo er sein könnte, natürlich ganz oben auf dem Turm. Und da liegen wir auch gar nicht so falsch. Das Problem ist jetzt nur, da hochzukommen. Aber ihr seht, die Widerstandskraft der Gegner hier ist ja nix, ne? Ist ja ein Witz. So, dann versuchen wir halt erstmal den offensichtlichen Weg über die Treppe. Wenn das auch nicht ganz schlau ist. Aber wir werden nachher auch noch was anderes ausprobieren. Irgendjemand hat uns gerade wieder gesehen. Naja, macht nichts. Ja, ich wollte eigentlich zuerst gucken, ob ich einfach so über Treppen hochkomme, aber wie ihr hier seht, geht es hier nicht weiter. Aber es gibt noch ein anderes Hilfsmittel, nämlich tada, so tolle Rohre, an denen man so geil hochklettern kann. Das sieht auch irgendwie merkwürdig aus, aber es hilft uns auf jeden Fall voranzukommen. So, erstmal aufstehen irgendwie. Genau, so, damit wir auch an die nächste kommen. Das war falsch. Da, so. Okay. Ja, und so bahnen wir uns dann langsam den Weg nach oben, auch wenn ich jetzt gerade nicht viel sehe. Ah, okay. So, sehr gut. Dann gucken wir mal, wo wir weiter hoch können. Da sind Gegner, zwei Stück. Die sind aber kein Problem, wie man sieht. So. Ach, shit, okay, hier geht es nicht mehr weiter. Dann nehmen wir doch das dicke Rohr, was hier direkt vor uns ist. Würde ich jetzt mal sagen. Oder? Bringt uns das irgendwo hin? Ja, sieht so aus, ne? Wird uns das da hochbringen. Gut. Riskieren wir zwar gesehen zu werden, aber egal. Hauptsache, wir kommen da irgendwie hoch. Ja, sehr gut. Okay, wir sind, glaube ich, sogar schon fast oben. Wenn wir Glück haben, erwischen wir da auch den Typen gleich direkt. Dann laufen wir auf jeden Fall ein paar rum. Und die haben uns auch gerade gesehen. Ah, und das war sogar der Kommandant. Perfekt. Boss, you just saved Diamond Dogs from a major crisis. Leave the rest to us. Ah, sieht man. Haben wir das auch mal geschafft. Hostile force. We have eliminated your commander. Escape is impossible. Lay down your weapons immediately. Surrender now. You will not be fired upon. Mission complete, boss. Ja, Wertung entfällt. Naja. Aber wir kriegen Belohnung. Da, FOB-Missionen, genau, das sind die nämlich. Aber die interessieren uns halt nicht wirklich. Deswegen interessiert uns auch das Sicherheitssystem nicht und diese FOBs, die man bauen kann, auch nicht, weil das kann man alles nur machen, wenn man online ist, quasi.
listen a moment. Mission list updated. I want to bolster our security to guard against enemy attacks. What I have in mind is to create a security team that can defend each of the platforms. Can I go ahead with that? So from now on, give some thought to building up the security team as well. One other thing. To divert some of the risk posed by our enemies, I'd like to construct a forward operating base. The more bases we have, the more staff we can house and the more materials we can secure. Ja, aber wie gesagt, das interessiert uns alles nicht so wirklich. Wir können da mal nachgucken. Jetzt erklären wir uns wieder hier Sachen. Da. Das ist aber, das kann man wirklich alles nur online machen. Und ja, wir sind aber auch gerade noch drei Plattformen am Bauen, wie man gerade sieht. Die müssten auch bald mal fertig sein. Aber die anderen interessieren uns wie gesagt nicht. Tut mir leid, aber ihr kennt mich ja, ich bin kein Online-Spieler und deswegen werden wir das nicht zu Gesicht bekommen. Aber ich würde sagen, das war es erstmal für den Part und im nächsten geht es dann weiter und dann werden wir sehen, was wir dann sonst noch erleben. Bis dann!